Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Heute befinde ich mich hier bei Rudolf an seinem 75.000 Liter Koi-Schwimmteich. Und ich habe heute das Vorrecht, euch diese Koi-Schwimmteichanlage im Detail einmal vorzustellen. Nun, was heißt Koi-Schwimmteich? Ihr seht, hier ist der Badeleiter installiert. Das heißt, der Teich wird im Sommer von der Familie, vor allem von den Kindern, auch zum Schwimmen genutzt. Und das ist wirklich ein tolles Erlebnis für die Kinder natürlich, weil sie da ganz eng mit den Tieren, mit den Koi in Berührung kommen. Ein paar Tipps vielleicht, falls das jemand umsetzen möchte. Aufpassen muss man natürlich, wenn man in den Teich baden geht, dass man keine Fremdstoffe in den Teich einbringt. Ich denke da zum Beispiel jetzt an Sonnenöl, was ja im Sommer doch sehr häufig angewandt wird. Da macht es sicherlich Sinn, wenn man vor dem Baden im Teich brausen geht und sich die Sonnencreme-Reste vom Körper wäscht und entfernt. Aber ansonsten ist das sicher eine tolle Möglichkeit, ganz nahe mit dem Hobby Koi in Berührung zu kommen. Ja, und der Besitzer des Teiches hat mir auch gesagt, dass das wirklich von den Kindern gerne angenommen wird. Ja, ich werde jetzt die Kamera mal auf die Hand nehmen und euch dann wirklich den Teich ein bisschen im Detail vorstellen und zeigen. Vielleicht zu Beginn ein paar Eckdaten auch. Wie gesagt, Volumen haben wir gesagt 75.000 Liter. Es sind zwei Bodenabläufe installiert und zwei Skimmer, die für saubere Teichoberfläche sorgen sollten. Und was hier an diesem Teich auch gemacht wurde und meiner Meinung nach wirklich auch ganz toll ist, das ist, wir haben hier einen Pflanzgürtel am Rand. Ihr seht schon, ich bewege mich gerade da vorbei an diesem Pflanzgürtel. Aber hier mal vorerst die Koi, die kommen jetzt so schön angeschwommen hier. Also wir haben hier ein paar sehr prächtige Koi im Teich. Also vor uns direkt jetzt hier ein wunderschöner Mukashi-Ogon, der schon eine stattliche Größe erreicht hat. Jaguars, einige große Jaguars im Teich, Karashis, auch jede Menge Nachzuchten. Rudolf hat mir erzählt, dass hier diese Pflanzzone heuer zum Ableichen benutzt wurde und das, obwohl eigentlich hier dieser Pflanzbereich durch ein Netz getrennt ist, was ich eigentlich eine sehr elegante Lösung finde, um grundsätzlich den Koi das Hineinschwimmen in diesen Pflanzbereich zu verhindern oder nicht zu ermöglichen. Aber wenn es um die Laichzeit geht, kann offensichtlich nicht einmal hier dieses Netz den Koi Halt gebieten, um das einmal so zu nennen. Abgeleicht wurde hier in diesen Pflanzgürtel, den ihr auf dieser gegenüberliegenden Seite vom Teich sehen könnt jetzt. Wurde hier auch liebevoll ein Tori installiert als Zugang zum Teich. Ja, und ich befinde mich hier jetzt unschwer zu erkennen an der Futterstelle, denn wenn man sich hier herbegibt, dann strecken sich einem sofort hungrige Mäuler entgegen. Die Koi lieben es zu fressen. Ja, und jeder, der Koi hat, weiß, einen Koi kann man einfach nicht satt bekommen, ganz egal, wie viel Futter man in den Teich wirft. Der Teich selber wird mit einer 30.000er Rohrpumpe umgewälzt, also eigentlich fürs Teichvolumen doch eine relativ, sagen wir mal, kleine Pumpe oder untypische Pumpe. Aber wenn man die Wasserklarheit ansieht, ist es hier vollkommen ausreichend. Der Teich ist 2,20 Meter tief, das Wasser spiegelt zwar extrem im Moment, aber ich kann hier ohne Kamera problemlos bis auf den Boden sehen und das Wasser ist doch klar und sauber, also wirklich eine Augenweide, wenn man das so sagen kann. Gefiltert wird das Ganze über einen PP-Trommelfilter, das ist ein 35er Modell. Anschließend an den Trommelfilter befinden sich dann insgesamt 3000 Liter IBC, die mit ca. 1000 Liter Helix gefüllt sind. Davon sind zwei Kammern statisch ausgeführt. Eine Kammer ist bewegt.
Ja, und der Rücklauf erfolgt dann zum einen hier über diese Amphore und auf der anderen Seite haben wir hier den Rücklauf über ein 50er HT-Rohr, das für ordentlich Strömung im Teich sorgt. Das Ganze wird aufgestautes Wasser, das heißt, durch den Staudruck wird das Wasser dann hier im Teich zurückgeschoben und erzeugt dementsprechend wirklich gute Strömung. Im Hintergrund kann man hier jetzt dann auch noch eine schöne Sitzecke erkennen. Platz, wo es sich wirklich gut sitzen lässt. Das kann ich euch als Erfahrung sagen, denn ich habe dort jetzt mit Rudolf ein Getränk zu mir genommen, um einfach einmal um ein paar Eckdaten des Teiches zu diskutieren und zu erfahren. Ja, und da hinten haben wir jetzt dann am Ende die Filterkammer und da werden wir uns jetzt hineinbegeben. Dazu müssen wir aber zuerst das Tor öffnen. Ja, hier ist der Weg in die Filterkammer. Ist etwas versteckt. Hier wird es auch etwas laut. Wie vorhin schon erwähnt, es handelt sich hier um 2000 Liter IWC-Behälter. Hier strömt das Wasser vom Trommelfilter kommend in die erste Kammer ein. Da kann man auch ganz gut erkennen, Gehäuse des IWC, wie stark da drinnen eigentlich das Helix sich bewegt. Ja, der zweite IWC daneben ist statisch hier das Helix eingebracht. Es wird belüftet und von hier aus geht es dann noch durch eine 300 Liter Regentonne, wo wir UV-Licht installiert haben, insgesamt 2x80 Watt, um algenfreies Wasser im Teich zu bekommen. Ja, und ich muss wirklich sagen, die gesamte Teichanlage, die Rudolf hier zu 100% in Eigenregie erstellt hat, die ist wirklich eine wahre Augenweide. Was wir jetzt länger auch diskutiert haben, der Rudolf und ich, das ist einfach, wenn man ein wenig handwerkliches Geschick besitzt, dann kann man sich wirklich für überschaubares Geld den Traum vom eigenen Kohlteich verwirklichen. Es muss nicht immer alles Unmengen an Geld kosten, aber es macht natürlich doch eine Menge Arbeit. Aber umso mehr Freude hat man dann, wenn man den fertigen Teich, so wie hier, wirklich eine wundervolle Anlage präsentieren kann. Ja, so viel zum heutigen Video. Jetzt am Ende werde ich euch nur ein paar Impressionen vom Teich zeigen, ein paar tolle Aufnahmen. In der Zwischenzeit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Wir hören und sehen uns bald wieder. Euer Roland O.